Moin Leute, was geht? Die Kartenwelt ist mit einem erneuten Video für euch am Start. Und zwar diesmal mit der Magitek Saison 2020-2021 und zwar mit einem lang ersehnten Mappen-Update. Ja, zu sehen sind auf der Mappe Zakaria, Leon Goretzka, Toussaint, weiß ich gerade nicht, Weber glaube ich. Niederlechner und Axel Witzel. Ja, und Match Tags hier auf der Seite. Hier haben wir nicht auf der Seite und hinten, ja, das gehen wir dann eh noch durch. Beginnt mit den Taktikkarten hier oben. Die haben ich alle vollständig mit allen vier. Manager, Topform, Schiedsrichter, Verletzung. Die erste Bundesliga Meisterschale, zweite Bundesliga, erste Bundesliga Ball. Dann haben wir hier die erste Bundesliga Mannschaften und die zweite Bundesliga Mannschaften. Augsburg ist auch fast komplett bis auf Gregoritsch Matchwinner, glaube ich. Das ist die Nummer 26. Ja, Gregoritsch Matchwinner fehlt mir hier noch vollständig komplett mit allen Spielern. Ich kann ja schnell raussuchen noch. Ja, vollständig, außer Michael Gregoritsch, wie gesagt. Dann haben wir hier Hertha BSC, auch vollständig, mit Piątek Matchwinner und Luke Bacchio Matchwinner und Piątek auch als Starspieler. Also Piątek ist hier sehr viele Male vertreten. Dann haben wir hier Union Berlin, auch hier fehlt mir der Matchwinner, Nummer 63, Bülter glaube ich, oder die Nummer 63 ist Markus Ingvartsen, sorry. Dann haben wir hier Arminia Bielefeld, auch komplett mit Suku Matchwinner und Vogelsammer Matchwinner. Werder Bremen auch komplett mit Selassie und Bittencourt als Matchwinner und Osako als Starspieler. Dann haben wir hier Borussia Dortmund mit der ersten Club 100 und zwar Mats Hummels und Matchwinner Torgen Hazard. Reyna als Youngster hier vertreten und natürlich Erling Haaland. Dann haben wir hier die Eintracht aus Frankfurt ebenfalls mit einem Club 100, Philipp Kostic. Hinteregger als Matchwinner, der hat sich diesen Matchwinner sehr verdient. Und André Silva als Starspieler. Dann haben wir hier den SC Freiburg mit Matchwinner Schmid und Höhler bzw. dem Starspieler Nils Petersen. Ja. Dann kommt der TSG 1899 Hoffenheim hier mit Olli Baumann als Doppelt. Olli Baumann hier als Matchwinner und die Nummer 171 fällt mir hier und das ist Matchwinner Hübner. Ja, Jakob und Larsen hier auch vertreten. Kramaric als Starspieler. Dann haben wir hier den ersten FC Köln mit Hector als Matchwinner und Kainz als Matchwinner. Anthony Modest natürlich. Der Rückkehrer. Dann haben wir hier Rasenballsport Leipzig mit Starspieler Nkunku, der sehr oft in meinen Packs war. Dann haben wir hier Leimer auch als Matchwinner und die dritte Club 100 mit Marcel Sabitzer. Ja, dann haben wir hier Bayer 04 Leverkusen mit Tapsoba und Charles Arangis als Matchwinner. Und der Starspieler ist Moussa Diaby, auch sehr oft in meinen Packs gewesen. Dann haben wir hier Mainz 05 mit Öztunali und Onisivo als Matchwinner. Und natürlich Starspieler Robin Quaison, den ich sicher auch schon 10 mal doppelt oder so habe. Dann haben wir hier Gladbach mit Matchwinner Benze Baini und Starspieler Thuram. Hier fehlt mir noch die 261 und die 261 ist Lars Stindl, Man of Matchwinner. Breel Embolo, da gehen natürlich
Grüße raus an Hendrik Schuster, das ist ja natürlich sein Lieblingsspieler. Dann haben wir hier den FC Bayern München mit Neuer und Goretzka, Sané, Lewandowski natürlich, Thomas Müller, die vierte Club 100 in dieser Mappe. Thomas Müller auch als Basekarte und hier fehlt noch Robert Lewandowski, Matchwinner. Dann haben wir hier den FC Schalke 04, der natürlich nicht sehr gut aussieht in letzter Zeit, mit Salif Sané als Matchwinner und Raman als Matchwinner, beziehungsweise den Starspieler Amin Harit. Dann kommen wir zu dem VfB Stuttgart. Da haben wir Marc-Oliver Kempf als Starspieler, Gonzalo Castro als Matchwinner und Daniel Didavi als Matchwinner. Dann kommen wir zum VfL Wolfsburg mit Wout Weghorst als Starspieler, Mbabu als Basekarte. Mbabu als Matchwinner fehlt mir hier noch, die 333. Und Kuhn Castells auch ebenfalls als Matchwinner. Dann fängt es an mit den Zweitligaspielern, mit Aue, mit Bochum, dann haben wir hier Braunschweig, Darmstadt, Fortuna Düsseldorf, Kräuter Fürth. Weiter geht es mit dem HSV, Hannover 96, Heidenheim, dann haben wir hier den Karlsruher SC, Holstein Kiel, Nürnberg. Dann haben wir hier den VfL Osnabrück, SC Paderborn, St. Pauli, Jahn Regensburg, Sandhausen, Würzburger Kickers mit Giefer. Und dann kommen wir natürlich schon zu den Dauerbrennern. Da haben Florian Niederlechner, Boyata, Trimmel, Fabian Klos, Klaassen, Mats Hummels, Kostic, Christian Günther, Skov, beziehungsweise Skiri, Klostermann, Sven Bender, Niakate, Ginter, Kimmich, Oczipka, Pascal Stenzel und Arnold einen bekommen. Aus jeder Mannschaft einen. Und dann kommen wir hier schon zu den Rising Stars, die natürlich in den Adventskalendern bzw. der Minitin gewesen ist. Die Rising Stars mit Alfonso Davies natürlich und Schlager. Und war Mangituka, der natürlich auch sehr gut ist beim VfB Stuttgart. Dann haben wir hier die Bundesliga-Legenden mit Karl-Heinz Riedle, Paulo Sergio, Franck Ribéry und Bum Kuncha. Und dann geht es schon mit der Limited Edition weiter. Da habe ich Leroy Sané, die Nummer 1, Endo mit der Nummer 2, Pongracic mit der 3, Suat Serdar mit der 4, dann haben wir hier Alessandro Plea mit der Nummer 5. Dann geht es weiter mit Vincenzo Grifo, Kunde Malong und Kruse bzw. den 6, 7 und 8er. Die 9, 10 und 11er sind Erling Haaland, Dabur und Demirbay. Und dann haben wir hier noch Moreno von Bielefeld, Kamada von Frankfurt und vom 1. FC Köln Anderson. Und dann haben wir hier die letzten drei, und zwar Alfred Finnbogason, Kla Moisander und Dilrosun. Die LE18 fehlt mir natürlich noch und da huscht schon mal die Bravo Sport in das Bild. Und damit würde ich sagen, reißen wir den Booster gleich schon mal ab. Naja, das klappt jetzt nicht so ganz. Die Zeitschrift brauche ich eh nicht mehr. Hat sich wohl erledigt. Und dann haben wir hier noch den Booster mit der LE18 Marcel Halstenberg, hoffentlich. Ja, da habt ihr schon mal den Code. Wer am schnellsten ist, kann ihn natürlich einlösen. Geht gleich weiter mit Früchtel von Nürnberg, Aminidio von Osnabrück, Burkhardt von Mainz, Gnabry von Bayern und dann haben wir hier die LE18 Marcel
Halstenberg. Ja, und damit würde ich sagen, sortieren wir sie gleich schon mal ein. Ja, und damit haben wir hier alle Limited Editions komplett. Alle 18 Limis in meinem Heft. Ja, ein paar fehlen noch. Ich glaube 9 oder 6. Also wer mit mir tauschen möchte, kann dies natürlich gerne tun. Falls jemand Interesse hat. Mein Instagram-Name ist Die Kartenwelt, sowie auch hier auf YouTube. Und damit würde ich sagen, hat es euch gefallen, das Mappen-Update der Match-Text-Saison 2020-2021. Und damit würde ich sagen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, eure Kartenwelt.